Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Und bevor wir hier beginnen, darfst du dir wie immer etwas wünschen. Ich räuchere dich jetzt ein bisschen ein, mein Engelchen, so dass du auch ja fresh bist für die Legung. Wie gesagt, geh in dich, wünsch dir was und möge dieser Wunsch für dich in Erfüllung gehen. So, heute habe ich mir gedacht, wir können mal wieder schauen, was hier generell für ein Hauptthema ist, worüber ich mit dir reden darf. Dann der Rat, was solltest du nicht tun? Und dann komme ich auf den Rat zu, was du stattdessen tun solltest und was hier vielleicht auch der mögliche Ausgang wäre. Ne? Ich gucke nur mal wegen dem Licht. So. Okay, wir legen los. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, für meine lieben Königinnen und Könige da draußen, bitte gebt mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Wie lautet das Hauptthema? Oh. Das sind hier zu viele, die sind auch irgendwie so rausgeschwupst. So, jetzt können wir loslegen. Wie lautet das Hauptthema? Oh, das Hauptthema lautet Eifersucht. Okay, jemand fühlt sich hier irgendwie im Mangel. Darauf kläre ich gleich und dann erzähle ich dir Näheres dazu, okay? Okay. Oh, wir haben hier einmal die Königin der Münzen und die 10 der Münzen. Das ist ja erstmal eine äußerst schöne Karte. Ich habe hier das Gefühl, dass diese Karten dich selbst repräsentieren, mein Engel. An sich dürfte es dir aktuell ganz gut gehen mit dem, was du hast. Also ich sehe dich hier als jemanden sehr warmherzigen Menschen, als geduldigen Menschen auch, aber auch als bodenständig, vielleicht auch als selbstständig. Ja, also du bist hier schon in einer Energie zu sehen, wo du weißt, dass du selbst wirken kannst, die Dinge selbst in die Hand nehmen kannst und dementsprechend solltest du hier vielleicht auch wirklich Erfolg haben damit, weil die 10 der Münzen, die stehen ja für den Jackpot, ja. Meine lieben Männers, dann seid das trotzdem ihr, dann seid ihr hier der König der Münzen, ne? Ja, und neben den Jackpot sehe ich hier einfach, dass du echt eine tolle Frau bist, ein toller Mann bist, so wie du dein Leben wuppst und in die Hand nimmst, dürfte hier an sich alles bei dir erstmal schickimicki sein und gut laufen. Ne? Wenn du jetzt mal wirklich bei dir selbst schaust und Butter bei die Fische machst, ja, dann geht es dir an sich gut. Dann sollte es dir wirklich gut gehen. Ja? Aber Hauptthema wird hier jetzt sein, dass es dir hier so gut geht, jemand im Verborgenen sein kann, den das so gar nicht gefällt. Ja, also hier könnte wirklich jemand eifersüchtig sein, dass du vielleicht mehr Erfolg hast, dass du vielleicht gesundheitlich besser aufgestellt bist, dass du irgendwas besser kannst in seinen ihren Augen als du. Oder du bist vielleicht auch aktuell sogar im Begriff, in eine Partnerschaft zu gehen, in der du dich tatsächlich auch wohlfühlen könntest. Ja, du könntest vielleicht auch jetzt jemanden kennengelernt haben oder du bist zu deinem Nochpartner, deiner Nochpartnerin zurückgegangen. Ich sehe ja hier ein Pärchen, was glücklich ist. Und mit den Klärungskarten sehe ich ja hier dich. Also du solltest hier an sich, dir sollte es an sich wirklich gut gehen. Ja? Und hier ist aber halt wirklich jemand, der sich so denkt, nee, das nervt mich. Das kotzt mich hier an, dass es dir so gut geht mit ihm, mit ihr, wie auch immer. Ja? Deswegen, ich lege ja aus einer
aus der weiblichen Sicht und ich habe hier eine Frau, der es hier wirklich gut zu scheinen gut geht, ja. Es scheint dir gut zu gehen an sich und ich nehme das wirklich so wahr. Also du könntest hier einen neuen Flirt haben bald oder aktuell ist es einfach so, dass im Liebesbereich sich da gerade viel Positives für dich auch entwickeln mag. Aber irgendjemanden passt das nicht. Irgendjemanden gefällt das hier nicht, mein Engel. Wie lautet denn der Rat? Was solltest du nicht tun? Wie lautet der Rat? Was solltest du nicht tun? Da haben wir den Dieb einmal. Ich habe hier das Gefühl, du solltest dich nicht verstecken vor deinem Glück, mein Engel. Das kläre ich gleich mal auf für dich. Da wollte schon mal eine Karte fallen. Oh, die 10 der Stäbe. Und da haben wir die 9 der Münzen. Warte kurz, ich will dir die Karten zeigen. So. Ich versuche jetzt mal kurz intuitiv reinzugehen. Du, mein Engel, pass auf. Also ich habe hier, wenn die Legung jetzt wirklich für dich bestimmt ist und du an sich wirklich zufrieden sein kannst mit dem, was du hast, versteck dich nicht davor und mach dir da auch nicht so einen großen Kopf drüber, weil hier jemand das nicht gefallen könnte tatsächlich. Mit den 9 der Münzen habe ich einen Gewinn. Diesen Gewinn, den du jetzt erhältst, und selbst wenn es der Gewinn ist von ich habe Ruhe, ich habe Seelenfrieden, ich habe ein Dach über dem Kopf, es läuft Wasser aus der Leitung, ich habe ein bisschen was zu futtern im Kühlschrank, kann hier einfach auch als Gewinn, als Geschenk dargestellt sein. Aber hier fordert dich jemand irgendwie heraus. Ich habe hier so das Gefühl, du hast mit etwas Glück. Mit etwas hast du halt einfach wirklich Glück. Und es kann sein, dass du dich mit deinem Glück vielleicht auch alleine fühlen könntest. Es kann sein, dass du dich irgendwie auch versteckst. Na, dass das nicht jeder weiß, nicht jeder sieht, wie gut es dir eigentlich wirklich vielleicht gehen könnte, mit was du vielleicht gerade auch Erfolg haben könntest. Wie lautet der Rat? Was solltest du nicht tun? Du solltest dich nicht fertig machen von Leuten, die dir das nicht gönnen könnten, mein Engel. Du solltest dich eben nicht isolieren, nur weil du hier vielleicht an mancher Stelle gerade mehr Glück hast als jemand anderes in deiner Umgebung. Ja? Jetzt schauen wir mal weiter. Was für eine krasse Legung hier. Wie lautet der Rat? Was solltest du stattdessen tun? Das habe ich ja eigentlich schon gesagt, ne? Aber vielleicht kommt hier noch ein anderer Tipp. Oh, guck mal. Da haben wir tatsächlich hier die Armut. Und jetzt lege ich hier die Karten noch mal drauf. Zeig sie dir auch gleich, mein Engel. Ich habe hier den König der Schwerter, den König der Kelche, den Bube der Stäbe und den Ritter der Schwerter und die Armutskarte. Die Armut nehme ich so wahr, hier geht es um einen Verlust, etwas schmälern. Ja, ich habe hier das Gefühl, dass du zu jemandem irgendwie den Kontakt schmälern solltest, mein Engel. Und das tatsächlich hier ohne Rücksicht auf Verluste. Also du solltest dich hier durchsetzen. Ja. Der Bube der Stäbe, das ist, du hast dir ja schon eine Meinung gebildet. Ja, Bube der Stäbe steht auch dafür, dass man sich schon eine Meinung gebildet hat.
Vielleicht hast du jetzt hier wirklich, ich habe hier zwei Männer. Ich habe zwei Männer, meine lieben Männers, dann können das hier auch zwei Frauen sein. Das ist einmal ein Typus von sehr diplomatisch, gewitzt, humorvoll, aber eben auch, hier geht jemand nicht so gerne in die Tiefe. Das wird hier jemanden unheimlich. Hier ist jemand auch gerne eher unabhängiger. Und mit dem König der Kelche, beziehungsweise die Königin der Kelche, je nachdem, welches Geschlecht du hier liebst. Hier ist jemand, der oder die ist sehr sensitiv, sehr medial, auch gefühlvoll. Also das ist auch jemand, der sein Herz auf der Zunge tragen kann oder bereit ist, sich auch für dich zu öffnen. Und ich habe hier so das Gefühl, dass du in geraumer Zeit oder vor geraumer Zeit dich vielleicht zwischen zwei Männern entschieden hast oder zwischen zwei Frauen entschieden hast. Also hier ist irgendwie so, ja, wo dir irgendwie klar ist, ne, mit der Armut, irgendetwas musste gehen, irgendetwas muss hier raus. Und wie lautet der Rat? Was solltest du stattdessen tun? Ja, deiner eigenen Meinung hier wirklich folgen und tatsächlich, so blöd wie es jetzt klingt, ohne Rücksicht auf Verluste hier dein Glück leben, ja? Für einige, die hier, ja, also das geht jetzt wirklich an die, die sich irgendwie entschieden haben oder die glauben, sich entschieden zu haben. Und hier vielleicht noch jemanden an der Seite haben, wo sie wissen, ja, mit diesen Menschen jetzt an meiner Seite bin ich glücklich und zufrieden, da habe ich einfach alles. Oder mit dieser Frau an meiner Seite bin ich jetzt glücklich und zufrieden, da habe ich jetzt alles. Und da heißt es dann, du hast deine Meinung, mein Engel, also setze das jetzt auch so durch. Aber versteck dich nicht, nur weil dir das jetzt jemand nicht gönnen könnte oder sogar eifersüchtig ist, weil du jetzt eben dich vielleicht auch für jemanden anderes entschieden hast, ja? Aber wie laut, ach nicht, wie lautet der Rat? Was wäre denn hier der mögliche Ausgang? Was wäre hier der mögliche Ausgang? Der Tod. Ja, also hier haben wir definitiv ein Ende, eine Transformation, Ende und Neuanfang. Oh, die 10 der Kelche sind gesprungen. Das ist ja nochmal die Liebe hier. Oh, und wir haben die 9 der Kelche. Guck dir das mal an. Ja, also die 10 der Kelche und die 9 der Kelche. Also mit irgendjemanden bist du aktuell jetzt schon glücklich oder mit irgendjemanden wirst du hier jetzt volles Brett glücklich. Und ich kann dir heute nur sagen, dass du hier als wirklich zufriedener Mensch dargestellt bist, dass du dich davor nicht verstecken solltest, dass du bei deiner Meinung bleiben solltest. Und wenn du hier wirklich jemanden wirklich loslässt, habe ich hier einfach das Liebesglück pur. Wirklich eine tiefgehende Verbindung. Jemand ist dir treu und loyal gegenüber. Ich habe hier aber auch Familiengründung. Ja, guck mal, hier ist auch wieder die Familie. Und ich habe hier ganz viel Liebe. Ja, und ich kann dir nur sagen, dass im Hintergrund jemand eifersüchtig ist auf dein Glück. Das nehme ich hier so wahr. Und dein Glück wächst hier aber immer mehr, mein Schatz. Ja, und du solltest dich davor nicht verstecken, nur weil dir das unangenehm ist oder weil du Angst hast, damit vielleicht irgendwelche anderen Leute zu verletzen. Aber ich habe hier einen Typen, eine Kirsche, der oder die ist hier schon dabei, dich wirklich glücklich zu machen. Oder wir gucken schon für dich hier in die Zukunft, ja, beziehungsweise ich. Da habe ich dich, dass du hier wirklich äußerst glücklich auch werden wirst. Und jemand anderes hat es halt versaubeutet, ja. Und jemand anderes könnte dich tatsächlich auch noch beobachten, aber
Hier heißt es, bleib bei deiner Meinung. Und ich habe das mega Liebesglück hier für diesen Ausgang. Also wirklich, Status quo, alles bleibt, wie es ist. Beziehungsweise alles soll nur noch besser werden. Aber jemand anderes wird hier noch, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, wirklich abkotzen. Ja. Na, guck dir das mal an, ne? Hier ist ein Geheimnis und das habe ich dir jetzt gesagt. Ja, ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Naja, also das Geheimnis. Hier, und dann habe ich ja noch, bleib dir selbst treu. Hier ist es wirklich wichtig, dass du dir jetzt selbst treu bleibst. Es kann wirklich sein, dass jemand vorhat, genau dieses Glück zu sabotieren, weil man der Meinung ist, dass doch er oder sie das verdient hätte. Ja? Und hier heißt es, das Geheimnis ist, jemand kommt darauf nicht klar, wenn du jetzt mit jemand anderes abzischt und glücklich wirst. Aber hier heißt es wirklich, bleib dir hier echt selbst treu, mein Engel. Ja, bleib bei deiner Meinung, geh deinen Weg, zieh deinen Schuh hier so durch, mein Schatz. Ja? Ich gucke jetzt noch mal auf diese andere Person, die da so eifersüchtig ist. Da gucke ich für dich noch mal hin, mein Schatz. Auf die Person, die eifersüchtig ist. Wir haben hier eine Königin der Stäbe, beziehungsweise ein König der Stäbe. Hier geht es um viel Leidenschaft. Temperament. Ja, und wir haben hier die Sechs der Schwerter. Also, das kann sogar eine scheinbare Freundin sein, ein scheinbarer Freund, ja, oder wirklich ein Ex oder eine Ex. Aber die Königin der Stäbe kann auch egoistisch sein. Ja, also kann hier wirklich auch richtig bitchy werden, beziehungsweise auch der König der Stäbe. Hier habe ich drin, jemand gönnt dir dein Glück nicht. Das ist jemand, mit denen hast du irgendwie gerade keinen Kontakt, weil du hier auf ruhigere Fahrwasser irgendwie gefahren bist. Du wolltest es irgendwie oder du willst es aktuell ruhiger haben. Ja. Irgendjemand gönnt dir dein Glück nicht, mein Engel. Ja, ich habe hier Lippenbekenntnisse, blasse Gefühle. Das ist jemand wirklich Egoistisches. Hier ist irgendwie jemand egoistisch. Denkt wirklich viel an sich, will seinen eigenen Schuh immer so durchsetzen und das glaube ich sogar, ne, wenn man so auf Macht gepolt ist. Wie gesagt, das muss nicht mal romantischer Natur sein. Du kannst hier irgendwie eine Freundin haben oder einen Freund haben und vielleicht ist es aber auch so, dass du auch selber vielleicht auch den Kontakt schon abgebrochen hast. Ja, weil hier ist ja etwas vorbei. Das ist ja hier wie Schluss aus und vorbei. Ja, und irgendwie kann ich dir nur sagen, dass man irgendwie immer nur so getan hat, als würde man sich hier mögen. Ja. Boah, krass. Also ganz krass habe ich es hier. Hier ist irgendjemand, der oder die gönnt dir dein Glück nicht. Ich muss es so sagen. Ist wütend, ist sauer. Ich habe auch jemanden, der sehr verbittert sein könnte, weil es bei ihm, bei ihr nicht so läuft. Hier kommt noch irgendein Geheimnis raus, aber ich kann dir sagen, bleib dir wirklich selbst treu, zieh deinen Schuh durch, mach weiter so ohne Rücksicht auf Verluste und hab keine Bedenken oder es kann sein, dass du vielleicht auch zu empathisch bist, zu mitfühlend für jemanden, weil du jemanden vielleicht nicht verletzen möchtest. Aber
Hier hab ich, nee, bleib mal hier bei dir. Zeig ruhig dein Glück, zeig ruhig, dass du glücklich bist. Ja, und ob hier jetzt jemand abkotzt oder nicht, das ist dessen Problem, ne? Warte, die mische ich mal noch mal vor. Noch mal auf die eifersüchtige Person, bitte. Da haben wir einmal Maladie, Unfem Brune und La Maison, zu Hause. Oh, hier ist eine Frau zu Hause, die ist krank. Hier, mein Engel, ey, hier kommen ja Botschaften auf den Tisch, das ist ja das, der Wahnsinn. Es kann sogar sein, dass du es mit einer Frau bzw. mit einem Mann zu tun hast. Der oder die hat braunes Haar und ist gefühlt die meiste Zeit zu Hause, aber ist krank. Dieser Frau geht es nicht gut. Ja? Dieser Frau geht es nicht gut. Und wie gesagt, ohne Grund ist man ja hier irgendwie nicht verbittert. So verbittert, ne? Ich habe ja auch zu eingangs gesagt, ne? Vielleicht bist du auch gesünder. Ich sag's jetzt mal so krass, ne? Ja, dass sich die verbitterte Person sogar fragt, ja, warum geht's der besser als mir? Ne? Wie gesagt, hier ist jemand, das kann auch hier tatsächlich, jetzt so blöd wie es klingt, das kann die ehemalige, ich weiß, es kann sogar die Schwiegermutti sein, das kann die richtige Mutti sein, weiß nicht, Nachbarin, der Ex, die Ex, eine scheinbare Freundin, ein scheinbarer Freund, ist so, hat Langeweile, hängt zu Hause ab und ist irgendwie krank. Und es kann wirklich psychischer Natur sein, weil hier ist jemand sehr verbittert, um genug Zeit zu haben, sich über dich irgendwie aufzuregen, wie gut es dir geht. Ja, wie gesagt, das kann auch hier dein König, deine Königin sein, mein Inge, ja? Jemand liegt hier irgendwie krank zu Hause, jemand hat vielleicht psychische Probleme. Ich sage immer nichts gegen psychische Probleme, aber hier ist etwas ganz schön dolle ausgereift, dass man so mega verbittert ist, so, auch so unzufrieden, so unglücklich. Und ja, da meint man, sich vielleicht erhöhen zu wollen, wenn man hier irgendwie auf dir rumhackt. Eine kranke Frau, ein kranker Mann. Un homme de Cabagne, wie auch immer. Und une nouvelle. Oh, ein Landsmann hat News. Hier kommen Nachrichten rein. Irgendein Typ, irgendeine Kirsche hat hier Neuigkeiten. Es kann sogar sein, dass jemand hier, also ich will dir keine Angst machen, mein Hase, ja. Wenn ich dir das jetzt so sage, pass auf, ich bin für dich da, keine Sorge. Ne? Und auch ich weiß, wie sowas ist, aber ich habe hier irgendwie so das Gefühl, irgendein Pärchen vielleicht, irgendwelche Leute, die sich hier zusammentun könnten über dich reden, hinter deinen Rücken. Und das ist aber dem geschuldet, weil es dir so gut geht, mein Engel. Und deswegen verstehe ich das auch, warum du dich hier vielleicht am liebsten verstecken wollen würdest. Ne? Weil das ist ja was du nicht verdient hast, dass man hier irgendwie dich durch den Schlamm zieht. Ne? Aber ich kann dir nur sagen, du hast dich richtig entschieden, wenn du hier Dinge, Leute, Menschen, irgendeinen Typen, irgendeine Kirsche hier hinter dir gelassen hat. Bleib dir selbst treu, mein Engel. Zieh das wirklich weiter so durch. Es kommt noch mehr Glück hier auf dich zu, mein Schatz.
Und das, was hier im Hintergrund abgeht, ist ja wie, ach, ich gehe mal diese kranke Person besuchen. Ich habe sowieso wieder News auf Tasche. Ne? Können wir hier mal wieder so ein bisschen ablästern. Ich habe dies, das Ananas gehört von ihr, von ihm. Und das sind hier irgendwie, das ist eine Person oder irgendjemand, der oder die gönnt ihr einfach das Glück nicht. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, aber wie gesagt, sei nicht traurig, mein Engel. Du hast das Glück, was du jetzt bekommen wirst, sehr wohl verdient und dir vielleicht auch hart erarbeitet, mein Schatz. Ja? Ah, es gibt halt dumme Leute. Es ist wirklich wahr. Und hier drin habe ich das, ne? Die haben nichts Besseres zu tun, als sich die Mäuler zu zerreißen. Und ja, das Geheimnis ist halt, ich wiederhole es nochmal, dir wird es noch besser gehen. Ja? So, und dann schauen wir mal auf den. Nee, pass auf, ich gucke jetzt mal für dich, mein Schatz. Weil das sind ja hier solche Breaking News. Ach Mensch. Und da will ich jetzt mal für dich schauen. Welches Türchen darf sich denn hier für dich öffnen? Welches Türchen darf sich für dich öffnen, mein Schatz, bei dieser Runde hier? Da haben wir einmal Sternentor des Herzens, Öffnen des Herzchakras, Aufschließen und Großzügigkeit. Na, schau mal einer an, ne? Also ich habe dich hier wirklich als jemanden mit großen Herzen. Und das ist halt dein Karma, ne? Also die anderen hier oder irgendein anderer Typ, irgendeine andere Kirsche. Ja, was soll dabei rumkommen, wenn man hier nicht zwingend großzügig ist, wenn man geizig ist, wenn man sein Herz verschlossen hält und halt lieber nur krantig und nölig unterwegs ist. Also ich habe hier im Gegenteil, du darfst dein Herzchakra öffnen für die Leute um dich drum herum, die es gut mit dir meinen. Und ich sehe, hier sind ein paar Leute, die es wirklich gut mit dir meinen. Und was man an dir liebt, ist deine Großzügigkeit, deine Herzlichkeit. Und hier gibt es Menschen, die das wirklich sehr schätzen und die das nicht ausnutzen würden. Ja. So, und dann schaue ich mal für dich in die Work Your Light Cards. Guck, mein Engel, und da habe ich die Grenzen. Na? Wo musst du klare Grenzen setzen? Und das könnte hier wichtig für dich sein. Bei aller Großzügigkeit, die du hast, musst du ja doch Grenzen setzen, ja. Und das weißt du. Also das heißt, setze Grenzen vor diesen Leuten, die dir irgendwie dein Glück nicht gönnen. Die dir das nicht gönnen, dass du so bist, wie du gerade bist. Ja. Puh, meine Fresse, weißt du, was ich hier sehe, mein Engel? Du bist hier so das Goldmariechen, mein Schatz. Und da gibt es Leute drumherum, die lieben dich, weil du so bist, wie du bist. Und dann gibt es aber diese Neider, ne? Diese Stiefmutter mit diesem Stiefkind. Und aber am Ende hast du hier wirklich den wahren Prinzen, ne? Das ist wirklich wahr. Am Ende wirst du hier wirklich den wahren Prinzen an deiner Seite haben, beziehungsweise die wahre Prinzessin, den wahren König, die wahre Königin. Ja, hier geht es um Authentizität. Und da haben wir den Erzengel Gabriel. Lass dunkle Gedanken und Gefühle los, bitte um Reinigung und lass sie geschehen. Ja, also hier lass dich nicht runterziehen von irgendwelchen Leuten. Bitte um Reinigung. Na, da bin ich doch hier gut dabei. Habe ich dich doch schon schön zugeräuchert heute zum Anfang des Videos, ne? Lass es einfach geschehen, mein Engel. Zieh deinen Schuh hier weiter durch und
Scheiß drauf, was andere hier sagen. Aber ich habe hier echt jemanden, einen neuen Typ, irgendeinen Typ, irgendeine Kirsche für irgendjemanden. Hast du dich hier schon entschieden? Und das war die richtige Entscheidung. Und einige werden sich hier jetzt bald entscheiden und auch das wird die richtige Entscheidung sein. Ihr müsst nur hier bei eurer Meinung bleiben. Ja, ja, was soll ich zu dieser Seite noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen das so stehen. Ne? Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch auf meinen Hauptkanal Königin der Kirche kommt. Ist unter dem Video für dich auch verlinkt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal auch gerne abonnieren möchtest, das Glockenseil aktivieren möchtest daneben und täglich, fast täglich, 20 Uhr hier mit dabei bist. Ich hab dich lieb. Ciao.